Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit den Hamsterarsch. Hallo. Einer meiner Keef Games Kollegen und wir werden heute ein bisschen zusammen Hearthstone spielen. Keef. Keef. Ja, es wird so geredet. Die Kiefer. Ja. Okay. Ja, es wird so gesprochen. Zumindest hat es der Wolfi so gemacht. Ja, dann wird es schon richtig sein. Der wird wissen, was er tut. Okay, du hast dein Deck gewählt, dann können wir starten. Starre Gast wird an, das ist der geilste Satz überhaupt. So. Ja, du spielst das ja erst jetzt ganz kurz. Ja, nicht lange, auf jeden Fall nicht. Oh Magier. Jaina. Oh, Hexenmeister. Eure Seele wird mir gehören. Ja, damit kann man einiges reisen. Magier sind in dem Spiel relativ stark. Zumindest im Late Game. Das kann weg. Ah, das Müll. Oh Gott. Boah, ich muss jetzt hier auch erst nochmal reinkommen. Ist auch schon eine ganze Zeit wieder bei mir hierher. Ja, dann ist es zwar nicht Gleichberechtigung, aber auf jeden Fall ein Anfang. Ach, das packst du schon, Hamsterarsch. Ja, ja, jetzt mal, danke jetzt für diese tollen Karten. Nee, jetzt mal ehrlich, wie kommst du jetzt auf den Namen? Ich muss das unbedingt wissen. Naja, wie komme ich auf den Namen? Also eigentlich dachte ich hätte da irgendeine tolle Story zu, die ich erzählen könnte. Aber es stimmt gar nicht. Keine also, Hamster irgendwie zu Hause. Irgendwann war halt ein anderer Name, den ich immer genommen habe, weg. Also der Name, den habe ich mir jetzt nicht extra für YouTube ausgesucht. Den hatte ich schon vorher. Okay. Oh, alles Müll. Das ist traurig. Und ja, dann habe ich den halt dafür genommen, weil ich finde, es ist halt jetzt nicht so was stinknormales. Weil, ja, man kann natürlich hinten eine LP ranhängen und alles mögliche, aber... Ja, das findet auch immer Kacke, genauso wenn sie da irgendwie mit Zahlen oder sowas rumjonglieren. Ja. Aber das... Jetzt hätte ich jetzt irgendwas erwartet wie, ja von wegen, ich hatte Hamster, habe ich hier zu Hause und jedes Mal, wenn ich ins Zimmer komme... Ich hatte nie Hamster. Aber wir hatten mal Meerschweinchen, das sind keine Hamster. Nee. So, warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie stelle ich denn das lieb an? Wir wollen ja nicht so gemein sein. Würde ich auch mal sagen. Ich weiß noch nicht mal, was der Hexenmeister macht. Oder was er für Karten hat. Ja, eigentlich ist er so ein bisschen darauf ausgelegt, so ein bisschen sich selbst zu zerstören und den anderen mit in den Tod zu reißen. Also so fasse ich das jetzt mal auf. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich einfach mal ein Todesröcheln-Deck. Ja, da geht's. Todesröcheln. Todesröcheln, ja genau. Weißt du, Hauptsache ich sich selbst mit auseinandernehmen und dann, weißt du, dann haben die noch geile Effekte nebenbei. Das ist dann immer geil. Wie machen wir das denn? Ich habe nicht genug Mana. Ich bin Mana. Das soll eine Waffe sein. Na. Mach mal. Ja, weißt du was? Ich muss dich direkt angreifen. Das tut mir unglaublich leid. Oh, jetzt ist es kaputt. Ha. Ja, ich denke, ich werde sterben. Dezent. Information. Dezent. Wenn du jetzt irgendwie Spot auf beide kriegst, dann wäre das schon eine ziemlich geile Sache, aber ich glaube... Wie soll das gehen? Es gibt relativ billige Karten, beziehungsweise günstig, und wenn du die in die Mitte von beiden legst, dann kriegen alle anderen, die drumrum sind, dann Spot. Heißt, ja, ich muss die angreifen. Das ist schön. Solche Karten habe ich noch nicht gesehen. Ja, die kommen irgendwann durch Zufall, wenn du irgendwann mal, weiß ich nicht, mal einen Booster öffnest. Yay. Yeah. So,
So, vielleicht hast du jetzt mit deinen 6 Pünktchen da mal ein bisschen mehr Glück. Sieht nicht so aus. Ich habe einfach auch Kackkarten noch dazu. Echt gar kein Glück, das ist traurig. Ja, finde ich auch. Was glaubst du so? Also, ich habe kein Glück und bin schlecht. Das ist halt keine gute Kombination. Das ist wirklich keine gute Kombi. Wieso war die Musik jetzt so creepy? Weil der Kerl gerade voll geil ist. Ich werde es einfach mal zeigen, ne? Wenn. Er macht meine Todesröcheln-Effekte gerade mal doppelt und das ist eigentlich ziemlich toll. Wenn man es so nimmt. Ja, so, okay, jetzt nächste Runde werde ich dann das beenden. Ich weiß nicht, ich bin eine blöde Sau. Was? Nee. Ja, es tut mir unglaublich leid jetzt. Ja, ich werde sterben, aber wenigstens hast du ein Schaf auf deiner Seite. Ja, wir kriegen sogar noch nicht mal so gedeichselt, dass das irgendwie den Gnadenstoß gibt. Aber es hat wenigstens mal angegriffen. Hey! Ja, warte mal, das ist eigentlich an sich hier gerade ziemlich unfair. Ich weiß auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, nee, verdammt, ich weiß nicht, was ich. Soll ich mal gerade schnell mal so eins zusammenwürfeln lassen? Ja. Auch. Ein anderes Deck. Ja, ich habe gerade keins, was nicht komplett ein bisschen durchdacht ist. Deswegen gehe ich jetzt gerade einfach mal hier und klicke ein bisschen da. Dann habe ich schon nicht so oft mitgespielt. Karten vorschlagen. Und dann versuchen wir mal einfach. So. Einfach mal alles anklicken. Einfach alles draufhauen. Ja, ich schlägt mir jetzt hier die ganze Zeit Karten vor. Ich mache einfach mal so nach. Weiß ich nicht. Das Hauptsache. Ist ein Questlock. Hey, so. Das ist mein Schurke. Ach, fertig. Ja, was schön ist, ist die Musik. Hier ist wirklich schön. Ja. So, nochmal. Wie gesagt, das sind jetzt einfach nur absolut random Karten. Da ist überhaupt kein Prinzip jetzt dabei, das ist wirklich... Ja, ich habe 14 von 20 Basiskarten. Okay, also ich würde sagen, jetzt sind wir ungefähr gleich auf. Ich hatte nämlich keinen Plan, wie man mit einem Schurken spielt. Okay. Ich weiß gar nicht, was kann die überhaupt? Das ist schon... Man spielt immer so selten gegen die Leute. Was habe ich gesagt? Was? Das hat überhaupt... Das ist absoluter Bullshit, was ich hier auf der Hand habe. Scheiße. Aber bei mir sieht es diesmal besser aus. Anscheinend. Wer weiß. Verdammt. Kacke. Was kann ich... Magie wird euch in Stücke reißen. Das ist total... Nee, wird sie nicht. Das ist total dumm hier. Scheiße. Scheiße! Ja, was ist da der Sinn bei den Karten? Ich weiß es nicht. Ein junger Braumeister. Ja, das ist eigentlich das Geilste überhaupt, den ganzen Tag einfach nur saufen. Ja, man muss auch gucken, dass das Bier nicht schlecht wird. Gut gespielt. Lass uns sterben. Nein, nein, greif meine Figur an. Verdammt, lass den noch mal auf dem Feld. Niemals. Egal, was er macht, ich... Nee. Naja. Lass mal. Ich weiß gar nicht, was soll das? Was ist das für eine Karte? Ah. Okay, was hat der Braumeister überhaupt gemacht? Geilo. Warte mal, ich glaube, mein Hund, der nimmt gerade unten im Flur irgendwas auseinander. Das macht mir dezent Sorgen. Okay, jetzt schnell, unfair spielen. Er ist weg. Jetzt greift die Figur an. Ja. Verdammt, warum machst du denn nie das, was man dir sagt?
Hä? Ach, die Figur. Du musst schon sagen. Am besten beim vollen Namen. So, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun, die? Es ist doch blöd. Aufgepasst. Violette Ausbilderin. So. Klappt das so, wie ich mir das gedacht habe? Ich habe nicht genug. Nein! Nein, es klappt nicht! Was wolltest du machen? Ich wollte die nochmal spielen. Eigentlich sollte die jetzt 0 kosten. Ja, mach mal erstmal das hier. Ach, Kacke. Herbie Derby. Dann spielen wir die jetzt hier. Dann will ich auf jeden Fall den dann noch. Und den da. Ein Beutehamster. Haha, schön, stoppt. Und jetzt muss ich. Ich weiß nicht, ich kriege gerade nicht kaputt deine Figur da. Ich habe aber eine Idee, dafür warte ich lieber noch. Ich möchte dir mal sagen. Ja, bitte. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Ich werde euer Tod. Ach komm, du Sau! Hallo, hier bin ich. Lebt euch! Kannst du den Mist mal sein lassen? Jetzt mal ohne Witz. Ich will doch leben! So, warte. Au, das scheint was zu sein. Dummer Gottes Schild, ey. Oh, das hier, das scheint was. Oh, das ist was Feines hinter dir. Aber das bringt mir überhaupt nichts. Hallo. 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 So, dann mach ich jetzt das da. Dann mach ich das da. Dann greife ich da. Und das da. Los geht's. Das war's. Haha! Was ist das denn? Das ist eine ganz, ganz geile Geschichte aus der Solo-Kampagne. Wenn du da so ein paar kaputt gemacht hast, dann kriegst du den Schleim. Am Ende jedes Zug. Oh Gott, die Schleime sind ja widerlich. Mal gucken. Nehmt das! Ich werde euer Tod sein! Hehe! Nein! Na komm, Greifer! Nein! Och Mann! Lässt du den armen Schleim leben? Oh, sind die behindert? Die sind so ein bisschen verstohlen, wa? Richtig verstohlene Dreckschleime. Jetzt muss ich mal gucken, was mach ich denn? Ja, verdammt! Ich hab hier überall Zauberschaden, das bringt mir gar nichts hier! Oh. Es ist, ja toll, der ist jetzt halt da, aber der kann nichts machen, verdammt. Das bringt gar nichts. Ich muss mal irgendwie schaden, Mann. Ich hab nur Kacke hier. Ich glaube, deine Waffe ist kaputt. Ja, aber die kommt gleich wieder. Keine Panik. Die kommt wieder. Nicht schlimm. Der arme Schleim. Gerecht. Ich zeig dir jetzt gleich, was gerecht ist. Tust du das? Ja. Sicher? Buh. Nee. Ich hätte lieber den anderen genommen. Ist mir egal. Ich weiß nicht mal, was der andere macht. Irgendwas Todes. Kann ich den mal wieder zurückholen? Verdammt, das ist immer noch ein Schaf. Der würde wieder irgendwie zurückfahren. Scheiße. Und jetzt spielst du es wieder aus. Ach, es kostet nichts. Einfach weil ich es kann. So eine Scheiße. Hat das Schaf gerade einen Zauberschaden bekommen? Hallo, ein zauberhaftes Schaf. Ja. Los geht's. So. Hat zwar ein bisschen Schaden gegeben, aber egal. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht.
Ich will auch mal eine starke Karte, verdammt. Das Badass Schaf. Das ist das heilige Schaf, ja. Das muss auf jeden Fall am Leben bleiben. Das darfst du nicht vernichten. Okay. Bis zum Ende der Runde bleibt es jetzt am Leben. Außer es bekommt zu viel Zauberschaden. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich hier... Fuck! Fuck! Böse Killerschafe. Eigentlich müsste ich das Schaf jetzt opfern. Niemals. Okay, dann bleibt es halt am Leben. So. Los geht's. Hä? Gib mir Karten. Warum konnte ich nicht einen Krieger auswählen? So eine Kacke. Sie werden nicht wissen, wie. Sag mal, wie viel hast du denn noch von denen? Nein! Oh. Ha! Oh oh. Ja, ganz genau. Wollt ihr was? Down, das down, nochmal down, wieder. Nein, nicht das Schaf. Ja, ganz genau, du hast es richtig gesehen, es hat angegriffen. Es funkelt so. Ich möchte dir mal sagen. Ja, ich weiß. Komm, gib's mir. Schaf muss sterben. Blöde Sau. Letzter Mist, das blöde Schaf. Ja. Immer dieses enthusiastische Hooray. Ja, so aus den letzten Röcheln, weißt du da, die haben einfach jetzt ein Kartenspiel verloren. Durch die Matches werden auch Helden freigeschaltet. Ja, du levelst da ein bisschen weiter mit. Nein, ich meine, ich habe gerade den Schurken bekommen, weil ich einen Schurken besiegt habe, oder? Stimmt. Ja, klar. Das heißt, wir machen vielleicht einfach mal alle durch. Und du machst einfach nichts und dann gewinne ich. Ja, von wegen. Da muss man, dafür kämpfen. Oh. Nee, auf jeden Fall. Die Anfangsgegner, die sind einfach. Die gehen geil. Die gehen ganz geil. Auf jeden Fall, dieses Schurkendeck war sehr undurchdacht, muss ich mal sagen. Oh, eine neue Quest. Bitte hör auf, mich voll zu labern. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Quests sind ja voll geil. Ja, aber nicht jetzt. Ja, willst du noch eins spielen oder? Ja, eine schnelle Runde. Ich zeig dir mal, was ein Rush-Deck ist. Oh. Es geht ein bisschen flotter da. Okay. Zeig mir, was ein Rush-Deck ist. Serviere Getränke. Oh, fülle Ladebalken auf. Das ist ganz toll. Wieso kommen bei mir nur so langweilige Sachen? Oh nee, der Jäger. Ja, so ein Jäger ist perfekt als Rush-Deck. Er muss die Wildnis schützen. Das brauche ich jetzt mal gerade nicht. Sodeli, Sodeli. Guten Tag. Ey, das war gerade richtig mörpig von dir. Mörpig? Was ist das für ein Wort? Weiß ich nicht. Halt mörpig. So, dann machen wir einfach mal den hier. Zack. Ist wieder weg. Nein, meine Rüstung. So, Blöde Kackdruiden. Die Musik ist wirklich klasse. Ja, so beruhigend. Können wir sogar Steine unter das Katapult legen, ein bisschen Feuer. Ein Geheimnis. Kennst du eigentlich Code Mirror? Ja, so die Kunstwissenschaftliche Analyse. Na, nicht das, sondern
Die versteckte Feindkarte? Nee, das kenne ich nicht. Nein. Schade. Nein! Ja, doch. Doch! Niemals. Scheiße, also irgendwie läuft das jetzt, ist jetzt der Vorführeffekt. Eigentlich müsstest du schon ein bisschen mehr Leben weg haben. So eine Kacke. Es leckt. Nein, dein Geheimnis! Nein! Wie dumm, wow. Gucke da. Also, das hat irgendwie nicht so viel gebracht, wie er hofft. Tja. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen anders machen. Ich hatte die ganze Zeit eine versteckte Feindkarte aktiviert. Nein. Kannst du mal aufhören? Ist ja anstrengend. Ja. Es wird auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Kann der dabei eigentlich auch dich angreifen? Nein. Oh nein. Noch eins. Oh. So ein bisschen müssen wir auch dein Leben reduzieren. Sonst wäre ja langweilig hier. Nur ein kleines bisschen. Also, ich kann wieder spielen. Was ist denn hier wieder? Du warst die ganze Zeit am Zug. So. Naja, aber ich kann ja nichts machen, wenn deine tollen Animationen ablaufen. Ich jage allein. Hör auf mit dem Geheimnis. Es ist wie bei SpongeBob, die Geheimschachtel. Du musst nur die Schnur finden. Toll, und jetzt kriegt das dumme Teil Haltbarkeit. Na, dann greife ich dich halt nicht an. Die Tore sind geöffnet. Ach, kannst du mal mit dem scheiß Spott aufhören? Nervt ja. Verdammt. Bitte, bitte, bitte. Die Scheiße. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Dumme Geheimnisse hier. Müssen wir das mal nehmen. Okay, dann versuchen wir jetzt mal gerade auf die Geheimnistour. So. Den da. So. Nein, er hatte doch Grüße für dich. Okay. Also, das schockt mich jetzt überhaupt total. Nicht. Hallo, das ist ein toller Bot. Hey! Oh, voll der Cheater hier. Was? Gar nicht. Oh, noch schlimmer als die GTA-Spieler hier. Alle nur am Cheaten. Oh, dieses dumme Geheimnis. Es wäre doch langweilig, wenn nett da wäre. Warte, was macht dieser seltsam glühende Wolf? Ja, noch hast du ja kein Wildtier. Ja, noch? Das ist es ja. Ja, noch? Ja, noch? So, wollen wir gerade gucken, ob sich das jetzt gerade ändert. Voll das Berserker-Deck hier. Wäre jetzt scheiße hier. Berserker, voll das Hashtag. Ja komm, mob mich mal! Das ist dieser scheiß Vorführeffekt. Das ist es. Fertig. Was? Normalerweise wäre das alles schon viel, viel flotter gegangen. Die Tore sind da, hör doch mal auf mit der Kacke, verdammt nochmal! Du bist voll gemein. Ich bin nicht gemein. Ich bin ein Hamster. Das sollte schnell gehen hier. Scheiße. Ich würde ihn gerne freischalten, den Charakter. Was? Also gibt es keine Gnade. Scheiße, es fuck. Fuck! Ah, das ist aber jetzt schlecht. Mal hier mal gucken. Oha. Er lebt immer noch. Noch? Verdammt.
Abracadabra. Hey, das ist doch der letzte Scheiß. Hey, das ist doch scheiße hier, was soll das denn? Und du beschwerst dich von wegen, ich hätte gerade erst angefangen, bla 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 bla. Was ist los? Was soll ich gesagt haben? Nein, er konnte angreifen. Verdammt. Ich hätte nicht töten können. Also, passen Sie mal auf. Also so geht das nicht. Ich glaube, das ist dezent verloren, dieses Match. Ja, nur ganz dezent. Ach was. Da will ich sein, kannst du noch knallen hier. Bumm. Oh, verdammt, nein. Ja. Ja, ich hoffe, du wirst dich in Zukunft töten. Ich verschwende erstmal ganz viel Mana und so. Ja, ja, ja. So ein richtiger Mobber bist du. So ein Wischmobber. Gegen euch erheben. Gut gespielt. Danke. Sie werden nicht. Na komm schon. Oh, wie kreativ. So eine Scheiße, ich fühle mich hier gerade echt voll beleidigt. Beleidigt? Weil ein Anfänger dich geschlagen hat. Ja. Mit dem Deck hier kann man runter bis Level. Warte mal, nee, Stufe 14 spielen. Verdammt. So schnell kann's gehen. Das war der Vorführeffekt. Ja, so ja, Scheiße. Ja. Alles Vorführeffekt. Ja, sicher. Ja, nee, schön, dass du mitgespielt hast. Gerne doch. Und danke, dass du mich so oft hast gewinnen lassen.